8. Spieltag in der Champions League und ungewohnte Vorzeichen für die Wasserfreunde Spandau 04. Die Hauptrunde in der heimischen Liga schlossen die Berliner ja erneut als Erster ab. In Europas Königsklasse sind sie gegen Rijeka trotzdem nur Außenseiter, was nicht bedeutet, dass sich der deutsche Meister im Vornherein aufgibt. Für uns ist jede bessere Platzierung in der Gruppe entscheidend und wichtig. Und wir können noch Vierter werden in unserer Gruppe und mit einer Überraschung vielleicht einen Punkt gegen eine solche Mannschaft zu holen. Das wäre also sensationell. Da würde die Mannschaft sich ein Riesengeschenk machen und das ist Sport. Und im Sport kann ja bekanntlich eine Menge passieren. Die Gäste aus Kroatien lassen jedoch schnell erkennen, dass sie andere Pläne haben. Nach 2 Minuten und 13 Sekunden trifft Peter Muslim zum ersten Mal für den frisch gebackenen kroatischen Pokalsieger. Spandau-Keeper Lajlo Baksa muss in der verbleibenden Spielzeit des ersten Viertels noch 4 weitere Male den Ball aus dem eigenen Tor holen. Und so ist die Sensation beim Stand von 1:5 schon in weite Ferne gerückt. Im zweiten Viertel kommt zumindest die Berliner Offensive besser ins Laufen. Jüngling, Donner und Restovic erhöhen das Torkonto der Wasserfreunde auf 4 Treffer. Leider agiert der Angriff von Rijeka nicht weniger effektiv und so werden beim Stand von 4:9 die Seiten gewechselt. Doch auch nach der Pause ist keine Besserung in Sicht. Besonders schmerzhaft ist für die Berliner Rijekas knallhartes Konterspiel. Verliert der deutsche Rekordmeister vorne den Ball, dauert es häufig nur Sekunden, bis einer der kroatischen Weltstars frei vor dem Spandauer Tor steht. Kraft und Wille reichen beim Team von Peter Kovacevic schlicht nicht mehr aus. Martin Vermeeras 5:13 ist nichts weiter als Ergebnis Kosmetik. Rijeka lässt über das ganze Spiel keinen Zweifel aufkommen, dass mit ihnen auch beim Final Six Turnier in Barcelona gerechnet werden muss. Für uns war es das dritte Spiel in einer Woche. Das ist hart, aber wir haben mit 10 Toren gewonnen, obwohl der Unterschied zwischen den Teams meiner Ansicht nach nicht so groß ist. Heute waren wir einfach besser. Ja, tatsächlich, die Wasserfreunde blieben bei der 5:15 Niederlage unter ihren Möglichkeiten. Ganz klar, Moritz Oehler ist sich aber sicher, dass das Spiel für sein Team keine verlorene Zeit gewesen ist. Ich denke, wir haben so ein paar Probleme aufgezeigt bekommen, die wir sicherlich auch in Bezug auf die Liga abstellen müssen, also wo wir uns nochmal hinsetzen müssen. Bis die Playoffs in der DWL, der Deutschen Wasserballliga, starten, stehen für die Wasserfreunde noch die letzten beiden Champions League-Auswärtsspiele an. Dann heißt es noch zweimal Erfahrung gegen die besten Teams der Welt sammeln und sich für den Titelkampf in Deutschland in Bestform bringen.